Bereits zum 29. Mal feierte die kantonale Denkmalpflege Aargau die Europäischen Tage des Denkmals. Am 11. September lud sie ins schöne Zofingen ein, eine der am besten erhaltenen Altstädte der Schweiz. Die Interessierten waren an diesem Sonntagmorgen schon früh unterwegs. Am Infostand in der Markthalle Zofingen konnten Gratistickets für die zahlreichen Führungen bezogen werden. Vor der Markthalle versammelten sich die Gäste an diesem angenehm warmen Spätsommertag für die Ansprachen. Ja, guten Morgen miteinander, geschätzte Anwesende, geschätzte Frau Gemeindame, Herr Denkmalpfleger. Und zwar zur Eröffnung der aargauischen Eröffnung der Europäischen Tag vom Denkmal. Das heurige Motto ist Freizeit. Villen, Museum, Tapeten, Strukturen, da hat es diverse Themen, die werden aufkommen. Und all diese Kulturgüter zu unterhalten und eben auch in der heutigen Zeit lebendig zu machen, damit man sie nutzen kann, das ist immer ein grosser Aufwand. Ich lasse sie alle in ihrer Freizeit eben das Freizeitverhalten von unseren Vorfahren kennenzulernen. 1764 war Zofingen die grösste Stadt des Aargau. 1850 noch die zweitgrösste vor Aarau. In den Häusern und in den Hinterhöfen der Zofingen Altstadt ist eine Vielfalt von Handwerk und Gewerbe betrieben worden. Viele Gebäude in Zofingen sind denkmalgeschützt, arbeiten daran, sind nur in Absprache oder eben im Dialog mit der Denkmalpflege möglich. Sie sehen den Tutplatz und Sie sehen, der ganze Tutplatz ist mit Spannteppich ausgelegt. Und da der schöne Spruch dazu. Nein, ich finde Zofingen mit diesem Spannteppich auch nicht wohnlicher, aber was wollen Sie? Wir haben halt einen Teppichhändler im Stadtrat. Jetzt weiß ich nicht. Bleiben Sie da, reden Sie miteinander, geniessen Sie diesen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Tag, einen spannenden Sonntagnachmittag. Und nächstes Jahr wieder, wir wissen noch nicht, wo wir hergehen, aber es wird ein anderer Ort sein im Aargau. Danke vielmals. Unter Führung von Mitarbeitenden der kantonalen Denkmalpflege und der Kantonsarchäologie, aber auch Architekten und Restauratorinnen, konnten zahlreiche Veranstaltungen besucht werden. Abbinden ein bisschen verzögert wird, das Herdwerden. Und zwar haben die Stuckateure das genommen, was sie hatten. Ein bisschen Milch oder ein bisschen Wein oder Bier. Das ist eben noch spannend. Die haben offenbar auf der Baustelle immer noch ein bisschen Wein gehabt. Dann das ovale Mittelfeld hier, wo die Kronlichter drunter hängen. Da sieht man einen plastischen Blattkranz aus Akanthusblättern. Und dann drumherum die Blumen, die unterbrochen werden mit einem Mittelstück, mit Trauben und mit Sonnenblumen. Ich habe heute am Denkmaltag Zofingen die Führung von der Franziska Scherrer besucht. Und es ging um Stuck gegangen. Und ja, ich finde es sehr schön, so alte Sachen anzusehen. Ich finde die Denkmaltage eine sehr schöne Sache. Man kann Dinge anschauen, die man sonst nicht sieht. Von der Organisation her fand ich es toll, dass man hier auch noch einen Ort hatte, wo man gesellig beieinander sitzen konnte. Essen und trinken fand ich ganz prima. Ja, was mich einfach immer beeindruckt ist, ich wohne ja hier, ich war auch schon ein paar Stadtführungen gewesen, aber immer gibt es wieder Elemente, die neu sind und immer gibt es wieder etwas zum Entdecken und das finde ich völlig faszinierend. Was ich noch besucht habe, ist das Hochrad. Das war eine schöne Erfahrung. Meine Beine sind einfach ein bisschen zu kurz, aber es war eine schöne Erfahrung mit dem Hochrad. Das Hochrad war auch sehr spannend. Der, der das präsentiert, ist auch sehr begeistert. Der Hochradfahrer Ernst Oberli ist im Velo-Veteranen-Club Schweiz aktiv. Er präsentierte seine beiden Hochräder. Besonders Mutige durften aufsteigen.
Was für ein Erlebnis auf den gepflasterten Altstadtgassen. Die kantonale Denkmalpflege hatte dieses Jahr spezifische Rundgänge zu ihren Aufgabenbereichen zusammengestellt. So nahm das Team die Besucherinnen und Besucher auf Rundgänge zu den Themen Bauberatung, Bauinventar und Kunstdenkmälerinventarisation mit. Walter Gfeller hat mal eine Rekonstruktion gemacht, wie das möglicherweise unter dem Fachwerk aussieht. Sie sehen es hier, was er rekonstruiert hat. Und unten sehen Sie vor allem hier noch den alten Hauseingang. Die verschiedenen Fachwerke, ich habe nur von Stammheim auf gewusst, und Vor- und Nachteile. Und jetzt hier in diesem Städtchen und eben wie es gegen oben so leichter wird und so, das hat mich sehr interessant gedacht. Und dass ich bin jetzt schon bis zum 10. Mal an diesen Denkmaltagen. Es ist jedes Mal eine Fülle von Informationen, von Anregungen, genau hinzuschauen. Das muss einfach erhalten werden und ich will verstehen, warum die Leute dazu mal so gebaut haben, die das eigentlich. Am Tisch wurde fleißig gearbeitet. Die Kinder hatten die Möglichkeit, das Schablonieren auszuprobieren. Eine der ältesten Gestaltungstechniken überhaupt. Das ist das gleiche Haus, selbstverständlich, aber wenn Sie sich auf die Fenster achten, hat das da relativ grobe Sprossierung gehabt. Und da haben wir aber die wunderbare barocke Fassade. Eigentlich so Objekte geben da relativ viel vor, was es braucht. Das ist nämlich so eine feine Klinge, die eigentlich zu einem schönen Resultat führt. Viele Besucherinnen und Besucher interessierten sich für einen fachkundigen Rundgang durch die Altstadtgassen mit der Bauberatung. Ich habe viel Neues erfahren heute. Also eben das eine, so wie gesagt, das genaue Hinschauen. Das finde ich eben auch spannend, einfach mit offenen Augen rumlaufen und neue Sachen zu sehen. Ich habe jetzt verschiedenste Orte gesehen, habe durch das auch wirklich unterschiedliche Einblicke bekommen, jetzt besonders mit den Führungen. Das Haus war so ein bisschen grau in grau gehalten, bevor man sich hier eine Sanierung der Fassade gemacht hat. Man hat dann Farbe untersucht gemacht und hat vor allem beim Steinwerk. Natürlich, wenn man keinen Befund hat, kann man es auch nicht in dem Sinne 1 zu 1 übernehmen. Aber man kann natürlich gewisse Sachen ableiten. Oder? Wenn man jetzt hier so einen eben so den ockrig-gelblichen Steinton hat, man hat das Grau am Holzwerk. In der Markthalle richtete ein Restauratorenteam seine Farbenküche ein. Die Fachleute zeigten da das Anreiben von Pigmenten sowie das Malen mit Eitempera und Leimfarbe. Hier konnte man in die farbenfrohe Welt der Restauratorinnen und Restauratoren eintauchen. Also ich fand es cool, den Stand, wo man Zeug anmalen konnte. Und ich fand es auch spannend, gefunden, dass es nicht so normale Farben waren, also so Wasserfarbe oder so. Weil es ist irgendwie so mit Pigment oder so angerührt und das fand ich spannend. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass es so viele Brunnen hat im Sommerspazieren. Und das wäre eigentlich auch ein Thema gewesen, an irgendeinem Ort. Und dann habe ich gedacht, das hätte ich auch nicht gewusst. Also erstens mal finde ich es immer schön, hier in dieser Altstadt zu sein. Also die Altstadt, es war wieder mal ein Anlass herzukommen. Ja, vor allem das Altstädtchen gesehen, weil es eben ein historisches ist. Ich achte vielleicht ein bisschen mehr auf Details. Also ich bin von Zofingen hier. Die Vielfalt und auch der Reichtum des kulturellen Erbes dieser Stadt und dass sie so gut erhalten ist. Und auch das, worüber diskutiert wird in der Denkmalpflege, finde ich jetzt spannend, was da immer wieder Neues zu hören. Die Familie Senn, wie gesagt, eben, das waren keine Senner, die zu alt gegangen sind. Die hätten sich so etwas so nicht aufstellen können, sondern das war eine Familie Senn. Beim ersten Drittel vom 18. Jahrhundert sehe ich das ganze Ensemble aufstellen. Zum Thema Bäuerinnen, Schafe und Geißen im Sennenhof führte der kantonale Denkmalpfleger Reto Nussbaumer. Da muss man sich vorstellen, wo das die Familie Senn sich denn das Zimmer mal eingerichtet hat. Das war ein Repräsentationsraum. Und was wir an der Wand haben, der Prätscher gefragt und hat gesagt, ja, das ist aber keine normale Tapete. Nein, das ist es nicht, das ist bemalte Leinwand. Sennenhof, erster Stock, gemalte Tapeten auf Leinwand, holländisch. Landleute, idyllisch, ländliche Szenen, Vieh, Abendstimmung. Eine solche Tapete haben sie
ich meine, es ist nicht abschätzig, als Meterware können kaufen. Die sind reihenweise produziert worden. Wo wir jetzt gesehen haben, dass Zofingen so ein umfangreiches Programm bietet, haben wir gedacht, jetzt nutzen wir die Gelegenheit. Also am Anfang war wirklich die Qual der Wahl, wohin. Und dann habe ich gefunden, Zofingen wäre mal eine Reise wert. Es ist sehr lebendig und familienfreundlich. Wir sind gerne gekommen. Sehr gut. Ich komme wieder auf Zofingen.